Fahr nach Kroatien, haben sie mir gesagt, und ich bin losgefahren mit meinem Kamerateam. 3 Tage haben wir Zeit für diesen Roadtrip. Wie weit wir kommen, wissen wir noch nicht. Also mein persönliches Ziel ist ja, endlich mal wieder entspannt ins Meer zu hüpfen. Hotels oder so haben wir jetzt noch nicht gebucht. Zuerst muss man nämlich mal über die Grenzen kommen. Von Österreich nach Slowenien kein Problem. Und an der Grenze zu Kroatien kein Stau, aber Passkontrolle. Wer einreisen will, muss seine Handynummer aufschreiben und bekommt eine SMS, falls wir während der Reise glauben, an Corona erkrankt zu sein, 112 wählen. 2 Stunden später, Opatija im Norden Kroatiens. Früher hat hier Kaiserin Sissi Urlaub gemacht. Um diese Jahreszeit ist der Ort normalerweise voll mit Touristen. Jetzt sind die meisten Hotels geschlossen, obwohl sie in Kroatien schon Anfang Mai öffnen durften. Online-Suche. Die Hotels, die schon offen haben, überbieten sich mit Sonderpreisen. 5 Sterne für 91 Euro pro Person zum Beispiel nehmen wir. 180 Euro kostet das eigentlich, erklärt Hotelchef Kruno Kapitanovic. Sein Hotel ist vor allem bei Individualreisenden beliebt, sagt er. Mit den Sonderpreisen will er jetzt möglichst schnell das Geschäft ankurbeln. Ab Juni gilt für diesen Blick wieder Normaltarif. Ich bin überzeugt. Im Juni, wenn die Grenzen innerhalb der EU wieder offen sind, dann starten wir durch. Natürlich wird es nicht so wie im letzten Jahr, aber ich glaube, es wird dennoch eine gute Saison. Die Hotels seien vorbereitet. Weniger liegen am Pool, Abstandshinweise und statt Buffet Essen à la carte. Tag 2. Weiter Richtung Süden. Die Straße so leer wie nie. Für mich ein Traum, für Kroatien ein Problem. 20 Millionen Touristen kamen letztes Jahr. Jetzt hängen hunderte solcher Hoteljachten in den Häfen fest. Ich darf an Bord der Lopa, ein traditionelles Holzschiff. 30 Personen können hier Urlaub machen. Marino und Stipe haben es erst letztes Jahr gekauft, fahren im Auftrag eines kroatischen Reiseveranstalters. 425 Euro kostet die Woche an Bord. Für Juni und Juli waren wir ausgebucht mit Kunden aus Dänemark. Die wollten vom Schiff aus zu Bike- und Wandertouren starten und danach 3 Monate lang Australien. Junge Leute, die gern feiern. Alle haben abgesagt. Ob Touristen aus Deutschland schon diesen Sommer einspringen können, da sind sie sich unsicher. Gemeinsam mit ihrem Reiseveranstalter arbeiten sie derzeit an Sonderpreisen und neuen Konzepten. Es muss nicht immer Party oder Bike und Hike sein, so wie bislang. Wir können auch Familien mit Kindern aufnehmen, die die Inseln erkunden, die Sonne und das Meer. Darauf ein Toast und ein bisschen Optimismus. Für die Luxusjachten sieht es schlechter aus. Deren Kunden kommen fast ausschließlich aus den USA. Tag 3. Die Hafenstadt Split. Weltkulturerbe und bis vor kurzem ein Urlaubsziel, das unter zu vielen Touristen litt. Jetzt sehnt sich die ganze Stadt nach ihnen. Kaum sind wir da, interessiert sich eine der großen Tageszeitungen Kroatiens für uns, die ersten Deutschen der Saison. Heißt Foto und Interview, laut Schlagzeile sind wir der Beweis. Deutsche können kommen, Kroatien ist nicht weit, aber sicher. Natürlich befürchten die Menschen hier, dass zu viele Urlauber aus dem Ausland auch das Virus mitbringen könnten. Aber wir glauben, dass unser Gesundheitssystem, die Epidemieexperten und die Ärzte die Situation kontrollieren können. Termin beim Tourismusminister. Er kündigt an, ab der kommenden Woche können sich Urlauber vorab per App oder im Internet bei den Behörden anmelden. Das soll die Wartezeit an der Grenze verringern. Und für Corona-Verdachtsfälle gäbe es einen Notfallplan. Touristen müssen keine Angst haben, dass sie dann ins Krankenhaus müssen. Sie melden sich bei einem Verdachtsfall telefonisch, werden dann, wenn nötig, von einem Arzt getestet. Sollte der Test positiv sein, wird mit Experten besprochen, wie sie sofort in ihr Heimatland zurückreisen können. Ob das so einfach funktioniert und ob sich Touristen derzeit wirklich mit Einreise-Apps und Sonderpreisen locken lassen, da bin ich unsicher. Mein Ziel habe ich erreicht. Und auch wenn das Wasser erst 18 Grad warm ist, es war lange nicht mehr so schön, einfach mal abzutauchen.